Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Cube World. Im letzten Part sind wir hier hingelaufen zu dem riesigen Felsen und ich habe jetzt sehr viele neue Erfahrungen in dem Spiel sammeln können bis zu diesem Zeitpunkt und deswegen weiß ich jetzt auch schon ein paar Sachen. Zum Beispiel, wir können einfach so klettern. Wir brauchen gar keinen Skill dafür, denn es gibt hier auf F1 so eine Tastaturanzeige und da steht wirklich alles, also Abilities und Pickup und Kletter und was weiß ich, Skills, Crafting, alles mögliche gibt's hier. Und ja, ich habe Pferde gefunden. Ich habe meine ganze Welt jetzt zu einer Online-Welt umgestaltet, das heißt, das läuft jetzt auf einem Server die ganze Welt und auf dem Weg wieder hierher. Habe ich Pferde gefunden und ich mache mich jetzt da mal auf den Weg hin zu den Pferden. Und ja, währenddessen erzähle ich euch ein bisschen was. Erstmal gucken, wo ich denn hin muss. Die Pferde waren... Ja, man sieht es auch schon hier. Hier ist ein Harden Castle. Ich habe in der Stadt wieder ein paar Leute befragt. Ich glaube hier, ja, in der Stadt. Und die haben ja leider dieses Ding hier verraten. Das Schloss. Aber ich hoffe mal, das stört euch nicht. Die Pferde sind, ich glaube hier, würde ich jetzt fast mal sagen, ja, die sind dort, einfach immer geradeaus, okay. Gut, dann auf zu den Pferden und ja, es haben sich sehr viele gemeldet, die das mit mir gerne mal spielen würden. Und das freut mich natürlich sehr, denn... Ja, in der nächsten Folge ist eigentlich schon geplant, dass der erste Gast dabei ist. Also Folge 5 wird es dann sein. Da würde es mich schon freuen, wenn da der erste Gast dabei wäre. Und deswegen könnt ihr einfach mal schreiben, also als PN, nicht als Kommentar. Oh Gott, die Beatles verfolgen mich, nein. Könnt ihr einfach mal schreiben, wann ihr Zeit habt. Und ich nehme euch dann auch in Skype an und alles. Alles, was ihr dazu braucht, um mit mir zu spielen, ist Skype, Tangle und natürlich Cube World selber. Und dann, ja, kann es eigentlich schon losgehen. Wie gesagt, schreibt mich einfach an und ich freue mich auf eure Nachrichten. Und ich freue mich auch, wenn ich mit euch spielen kann. Und das andere wäre, ich habe einen Kommentar lesen müssen und da hat jemand gesagt, das ist ja wie Minecraft. Und ich habe es ja in der ersten Folge schon mal erwähnt, aber ich möchte es hier einfach nochmal erwähnen. Das Spiel ist fast überhaupt nicht wie Minecraft. Es ist ein total anderes Spielerlebnis, ein total anderes Spielgefühl. Und das mit Minecraft zu vergleichen, kann man höchstens wegen der Grafik, da das eben auch aus lauter Blöcken besteht, aber selbst die Grafik ist in dem Spiel tausendmal besser als in Minecraft, finde ich. Aber ja, das Spiel an sich hat nichts mit Minecraft zu tun. Also es gibt zwar ein Crafting-System, ne, hier, aber es legt nicht es ist nicht aufs Crafting ausgelegt, das ist nicht das Hauptfeature, sondern es geht wirklich ums Erkunden und Kämpfen. Es gibt versteckte Schlösser, es gibt alles Mögliche. Und in Minecraft, da ist es halt wirklich bauen und Zombies töten und irgendwann den Enderdrachen besiegen. Mehr ist es aber auch nicht. Deswegen würde ich das Spiel eigentlich nicht mit Minecraft vergleichen. Oh Gott. Ich glaube, da ist ein Boss, oder? Nee, ist kein Boss. Ey, guckt's euch an, was wollt ihr alle von mir? Ich bin hier gerade am Erzählen und... Ich hoffe, die gehen mal wieder. Ich habe keine Chance gegen die. Hallo. Ja, und tot bin ich. Nee, einen Lebenspunkt habe ich noch. Ah, der ist jetzt auch gleich weg. Oh nein. Ey, guckt euch diesen Igel an. Was will der Igel von mir? Ich kann zwar klettern, aber irgendwie bin ich gerade hängen geblieben. Na gut, so, hier bei diesen Flüssen, da möchte ich hin, da möchte ich hin. Einfach geradeaus jetzt, genau. Ja, das wollte ich einfach nochmal sagen. Also das Spiel ist nicht, meiner Meinung nach, nicht im geringsten wie Minecraft. Und man kann die Spiele auch nicht miteinander vergleichen. Wenn man von der Grafik halt absieht, aber... Naja, hier sind Witchers. Hallo. Die sind alle freundlich. Na, wunderbar.
Und ich bin echt mal gespannt, ob die Pferde den Apfelring fressen. Na, ich habe ja immer noch nur den Apfelring. Ich habe nicht wirklich was. Ich habe überhaupt nichts gesammelt, als ich die Welt gewechselt habe. So. Ist das eine Hornisse? Mal gucken, kann ich die füttern? Oh. Nee, kann ich nicht. Also ich glaube, der grüne... Ich weiß es gar nicht. Hornissen greifen eigentlich an. Aber ich kann sie auch irgendwie füttern. Das hängt irgendwie mit dem Lebensbalken und dem Namen. Irgendwie hängt das alles miteinander rum, zusammen, überhaupt. Auch keine Ahnung. So, erstmal die Lampe anmachen. Ja, wir haben auch eine Lampe auf F. Ne, habe ich ja, glaube ich, auch schon rausgefunden. Jetzt müsste ich doch eigentlich bald mal da sein. Jo, bald bin ich da. Ich hoffe auch wirklich, dass es dort war. Nicht, dass es bei einem anderen Fluss war. Weil dann habe ich ein Problem. Aber soweit ich weiß, war das dort, ja. Und Waschbären. Oh Gott, Waschbären, Leute. Ich weiß nicht, in dem Let's Play, glaube ich, habe ich die noch nicht gezeigt. Aber Waschbären sind die schlimmsten Gegner, die man sich überhaupt vorstellen kann. Die kann man auch nicht füttern. Die sind einfach nur heftig und die wollen einen töten. Waschbären sind hardcore. Dim, 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 dim. Ah, hier bin ich ja auch schon. Und hier müssten eigentlich irgendwo Pferde rumlaufen. Ich hoffe, ich finde welche. Dim, 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 dim. Pferde. Eine Katze ist es nicht, aber wenn sie süß aussieht, die frisst es einfach nicht. War das hier? Da ist auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Und ja, ich war ja bei diesem Felsen und habe ja auch, glaube ich, im letzten Part gesagt, dort klettern wir vielleicht sogar hoch. Ja, dazu ist mein Ausdauerlevel noch zu gering. Also ich könnte zwar klettern, aber nicht so hoch. Und deswegen werde ich das noch nicht machen können. Ja, Spiky Creatures. Da sind sie, da sind die ganzen Pferde. Ich habe sie gefunden. Alles klar. Und wenn jetzt ein Pferd das Ding aufrisst, dann habe ich echt Glück. Ich muss jetzt einfach eins pullen. Aber nur eins, nicht dass mehrere kommen. Kommst du? Wieso ist der kein Apfelring? Hey, das ist ein Apfel. Hallo. Ey, das gibt's jetzt nicht. Ey, seit wann essen Pferde denn keine Äpfel? Und hier sind die schwierigsten Gegner überhaupt. Ich glaube, die fressen nicht mal was. Nö, die fressen nichts. Da mach ich dich halt platt. Vielleicht schaffe ich es ja sogar. Nein, ich schaff das nicht. Ja, okay. Oh, ich bin zu low level, ey. Oh, Mann, oh, Mann. Ja, gut, dann, fressen nicht mal Pferde das. Das finde ich ja jetzt echt blöd. There's nothing special? Hm. Okay, Moment, ich muss mir den Platz mal merken. Also hier in der Kuhle von dem Flussbecken hier oder was das auch immer ist. Wunderbar, hier gibt es ganz viele, weil die geben pro Kill 10 Levelpunkte. 10 XP. Das ist ziemlich krass, aber die sind auch schwer zu besiegen. Die fressen das auch nicht, ne? Wer frisst denn Äpfel? Kühe? Ne, Kühe hatte ich auch schon, ne? Och Mann, das hat jetzt alles über den Haufen geworfen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Pferde Äpfelringe fressen, aber... Was ist denn noch Äpfel? Ich weiß es wirklich nicht. Was ist denn Äpfel? Aber egal. Als nächstes würde ich sagen, werde ich mich mal zum... Ja, Harden Castle begeben. Narden Castle. Oder ich gehe erstmal in die Stadt. Wie viel Geld habe ich denn? Ah, zu wenig. Gut, in die Stadt. Das lohnt sich nicht mit den paar Kupfermünzen. Gehen wir erstmal zu dem Schloss, zum Narden Castle. Denn ich war noch nie in einem Schloss drin. Ich habe zwar schon öfter welche gesehen, aber ich war noch nie in einem drin und das ist, glaube ich, echt mal interessant. Der Terrier frisst das auch nicht, ne? Nee. Welches Tier frisst
Äpfelringe. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es doch bitte mal in die Kommentare, denn nach dem Pferd, das war meine Hoffnung, ich bin ratlos. Was für ein Tier könnte das denn fressen? Schildkröten? Essen Schildkröten vielleicht? Äpfelringe? Also ich glaube echt, ich habe die Tiere mit der... Ja, ich habe die Tiere erwischt, die einfach nichts droppen. Hier ist ein Wolf, den mache ich jetzt platt. Ich hoffe, das schaffe ich. Nein. Ich bin wirklich zu schwach für jegliche Art von Gegner. Das ist blöd. Ja, mit meinem anderen, mit meinem Privatcharakter bin ich ja schon Level, ich glaube, 3 oder 4 mittlerweile sogar. Da sind die Gegner kein Problem mehr, aber Level 1 ist heftig, hey. Ich brauche erstmal ganz niedrige Gegner. Fressen die, ey, hier. Das sind noch Maulwürfe, ne? Vielleicht fressen die ja Äpfel. Wer weiß? Ein Maulwurf wäre doch auch cool. Maulwurf! Nee, die fressen auch keine Äpfel. Welches Tier frisst Äpfel? Hm. Oh je, Mine. Da wird voll gekämpft, hey. Kann ich da vielleicht was abgreifen? Ja, da kann ich doch was abgreifen. Was geht mit dem? Hier! Eine Schriftrolle! Und zwar Formular... Battle-Tested Lion Shoulder Armor. Armor, Entschuldigung. Ja, leider nicht für meine Klasse. Der Peacock ist es auch nicht, ne? Komm, friss es doch, Peacock! Friss den Apfelring. Hm. Eine Eule frisst es auch nicht. Aber dann muss ich dich halt töten. Ein Silberamulett. Ja, cool. Das kann ich sogar anlegen, glaube ich. Und, oh, ich hab einen Apfel gefunden. Ein Karniert. Ach, keine Ahnung. Ich habe einen Apfel gefunden. Jetzt aber einen richtigen, ne? Kein Apfelring, sondern einen richtigen Apfel. Ja, was kann ich denn damit füttern? Ich weiß es nicht. Wo ist denn mein Amulett? Mein Power Level ist 1. Hier sieht man die ganzen Stats. Aber das kann ich anlegen. Ja, guck mal, voll das Amulett, das ich da anhab. Yeah. Chicken. So, wunderbar. Nochmal ein paar XP gefarmt. Wo ist denn jetzt mein Futter? Ich habe gar nichts mehr zu essen, kann das sein? Das ist aber blöd, ich brauche ein Lagerfeuer. Ich muss mir doch was zu futtern machen. Naja, da ist es ja auch schon. Und ist das ein Biter? Was ist ein Biter? Okay, ich hoffe, der lässt mich jetzt in Ruhe. Dann mache ich jetzt erstmal... Tada. Ginseng-Soup und Pineapple-Slice. Wer ist denn das? Wer ist das? Hallo, Mr. Boomerang. Ja, wo will der hin? Ist der gut oder böse? Ein böser Goblin? Ja, macht Spaß. Ich hab nichts gegessen. Ich hab's voll vergessen. Ich hab vergessen zu essen. Oh Mann. Ich wollte doch extra noch was essen, bevor ich zu einem Gegner gehe. Ach Mann. Ich hab's einfach vergessen. Einfach so. Ohne nachzudenken. Ist das noch ein Huhn? Ey, da sind überall Hühner. Was wollen denn hier überall die Hühner? Aber ich bin immer noch auf dem Weg zum Schloss. Das ist doch gut. Wir kämpfen gegen eine Eule. Nee, gegen eine Fledermaus.
Vielleicht komme ich ja jetzt endlich mal Level up. Ah, noch 3 Levelpunkte. Und Eisen, ich habe Eisen gefunden. Cool. Eisen. Voll geil. Yeah. Okay, jetzt bin ich aber vom Kurs abgekommen. Ich muss immer noch da lang, glaube ich. Und noch eine Herzblume. Da kann ich wieder was abgreifen. Abgreifen. Haben die vielleicht was gedroppt? Hat da irgendwas gedroppt? Nö. Ja, dann halt nicht. Aber ich habe einen Apfel gefunden. Hey, das ist cool. Ich habe schon mein zweites Futter gefunden. Oh je. Moment, hier war doch... Ne, hier war nix. Da ist irgend so ein komisches Bullenvieh. Das darf mich nicht in die Finger kriegen. Und da ist sogar eine Wiederbeleben-Statue. Wer will denn auf einem Baum spawnen? Naja. Bumblebee! Vielleicht kann ich mir eine Bumblebee holen. Vielleicht frisst die ja einen Apfel, wer weiß. Nein, 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 Bumblebees sind ganz böse. Vielleicht ja die Katze? Hey, jetzt bräuchte ich wieder ein Pferd, um es auszuprobieren. Sind die gut? Kommt schon, ihr seid gut, oder? Ja, helft mir mal mit der Biene hier. Kommt, helft mir. Bleibt stehen. Yeah, Level up. Heilt der mich? Ich weiß gar nicht, was der da macht. Ziemlich cool. So, jetzt habe ich auch ein neues Rezept, nämlich für hier. Ach mein Gott. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine hier. Die Halloween-Kürbisse. Genau, Kürbis für Kürbis-Muffins. Mein Gott, jetzt habe ich das deutsche Wort vergessen. Das deutsche Wort für Kürbis. So. Wunderbar. Ich muss auch nichts essen. Aber jetzt wird es bald dunkel, ne? Das ist... Also da möchte ich dann schon beim Castle sein. Zumindest beim Castle möchte ich schon sein. Was ist hier? Eichhörnchen! Oh nein! Wisst ihr, was noch schlimmer ist als ein Waschbär? Ein Eichhörnchen. Oh Gott, ey. Eichhörnchen, geh weg! Und ich habe jetzt gar keinen Timer. Das ist ziemlich professionell. Ich habe keinen Timer. Ein Eichhörnchen verfolgt mich. Und ich habe immer noch kein Pferd gefunden jetzt. Also wieder ein Pferd. Oh nein, ein Wizard. Ich hab ihn besiegt und er hat was. Was hat er gedroppt? You gain 15, 19 Copper. Oh, das ist ja wenig. Ich dachte, es wären Gold. Goldding irgendwie. Und da ist ein Lager. Was sind das für Viecher? Und wir können übrigens auch tauchen, indem wir einfach... ja, die Kamera nach unten machen. Moment, ich kann es euch hier mal zeigen. Ne, hier ist überall zu... Ja, es ist nicht tief genug, aber wir können tauchen, wenn wir die Kamera nach unten drücken, so. Naja. Das sehen wir alles später noch. Wo ist denn jetzt dieses blöde Schloss? Wo ist es denn? Da. Na gut. Hier ist wieder eine Katze. Die fressen ja leider keine Äpfel. Aber wozu? Ah, die fressen. Hey, vielleicht fressen die ja einen Apfel. Ihr esst doch sicher einen Apfel, oder? Komm. Ah, ich sehe fast nichts. Und da wird irgendein Troll bekämpft. Und ich glaube, er hat gewonnen. Ja, er läuft davon. Ja, ein Oger, nicht ein Troll, ein Oger. Kann ich da irgendwas aufsammeln? Ich glaube nicht. Na, dann halt nicht. Hier, Beetles kann ich auch nicht zähmen. Also ich glaube,
Ja, ich weiß nicht, welche Tiere ich zähmen kann und welche nicht. Das ist irgendwie ganz komisch. Aber eine Bumblebee, die kann ich, glaube ich, auch nicht zähmen, oder? Die ist orange. Nein. Hätte mich aber auch gewundert, dass eine Biene oder eine Hummel, besser gesagt, dass die Äpfel essen. Das wäre mir echt neu. So. Eigentlich müsste ich das Schloss doch schon sehen können, oder? Aber es ist so dunkel. Ich sehe gerade gar nichts. Und ich habe noch 11 HP, das ist sehr gut. Erstmal was trinken. Was war das? Ich habe nichts. Boah, geben die wenig. Boah, geben die wenig. Hä? Hä, was war denn das für ein Bug? Ich verstehe es nicht. Jetzt habe ich ernsthaft meine Ginseng-Suppen verschwendet durch so einen komischen Bug, dass die einfach weg sind. Also immer das Futter erst aus dem Inventar nehmen und dann... Oder besser ins Inventar legen und dann was essen. Ansonsten sind eure ja, Tränke oder Essensgegenstände einfach weg. Das finde ich gemein. Ey, ich sehe wirklich nichts mehr. Wo ist denn das? Einfach nach da. Da ist auch noch Wasser. Das heißt, vielleicht finde ich ja wirklich noch ein Pferd irgendwo bei einer Wasserstelle. Das wäre auf jeden Fall cool, weil ich hatte mir vorgenommen, heute ein Haustier zu holen. Und die nächste Aufnahme wird dann mit einem von euch vielleicht sogar. Hm? Ich würde mich freuen. Boah, ich sehe nichts. Ich sehe nichts mehr. Also so gut wie nichts mehr. Heftig. Boah, ist das dunkel. Moment. Oh nein, ein Wolf. Was macht der denn hier? Und ich sehe absolut nichts. Ich sehe nichts. Ja, gebt's mir. Gebt's mir. Ich bin doch schon fast am Schloss und jetzt werde ich noch abgeschlachtet. Menschen. Menschen, die mich verfolgen. Ja. Defeat the ruler at the Narden Castle. Das ist hier, glaube ich, ein Boss. Aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Wie komme ich in dieses Schloss rein? Nein! Ist nur noch der hier, ne? Oh Mann, dann geh doch weg. Verdammt! Es ist viel zu dunkel. Ich sehe überhaupt nichts. Und ihr seht wahrscheinlich noch weniger. Ja, Lands of Azrock. Azrock. Ey, das ist jetzt nicht wahr. Hilfe, ich komme hier nicht mehr weg. Ah, ups. Da komme ich auf jeden Fall hoch. Ja, und hier komme ich nicht weiter, weil hier ist blockiert und... Ey, ich brauche ein Lagerfeuer hier. Auf jeden Fall bin ich beim Schloss und, ja, wer weiß, vielleicht gehe ich ja schon im nächsten Part rein. Ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Ja, ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Na, wunderbar. Was leuchtet denn hier? Was war das? Hier war was blau. Boah, können die jetzt nicht mal aufhören? Ja, also ich glaube, ich habe auch schon den Eingang gefunden. Das gibt's nicht! Wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Wo ist das Schloss? Bitte nicht. Ich bin voll weit weg wieder. Aber ich glaube, es ist ziemlich sinnlos, jetzt weiter zu spielen. Ich will mich noch zum Schloss, bei dem Schloss dort auf zu dem Lager da
ja, hinbegeben und mich dann dorthin legen. Und im nächsten Part, wenn einer von euch dabei ist, werde ich sogar mal versuchen, einfach, ja, irgendwie da reinzukommen. Auch wenn ich glaube, dass Level 2 noch zu niedrig ist. Aber probieren kann man es ja mal. Dann haben wir es mal gesehen. Und ja. Wo ist dieses beschissene Lager hin? Das war hier doch irgendwo. Boah, ich sehe nichts, ne? Das ist krass. Ja, Nisse. Die ist harmlos. Die isst aber auch kein Apfel. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, wo dieser scheiß Lagerplatz ist. Ich würde da schon noch gern hin. Da ist eine Kuh. Die fressen das auch nicht, ne? Ihr fresst auch keine Äpfel. Ne. Da ist es. Da ist das Lager. Jetzt muss ich nur noch hinkommen, ohne entdeckt zu werden. Oh Gott. So. Hinlegen. Leg dich hin. Oh, jetzt muss ich es erst aus dem Inventar nehmen. Wieso kann sie nicht... Wieso kann ich nicht schlafen? Ich möchte gerne schlafen. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Ich kann mich irgendwie nicht... Danke. Ich kann mich jetzt doch hinlegen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein und schreibt mir bitte Nachrichten, ob ihr mit mir spielen wollt. Oder wann ihr mit mir spielen wollt, besser gesagt. Denn es scheint ja wirklich Interesse zu geben. Und das freut mich auch. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.